Schwechat zeigt vor, wie Demokratie auf lokaler Ebene funktionieren kann und setzte zum ersten Mal das Herzensprojekt um. Gewonnen hat der SC Manswörth. Was genau sich hinter diesem Herzensprojekt versteckt, das erfahren Sie jetzt. Die Herzensprojekt-Initiative wurde von der Stadtgemeinde Schwechat heuer erstmals ins Leben gerufen. Sie ermöglicht es, jährlich ein Projekt mit einer Förderung von bis zu 100%, höchstens 5.000 Euro, zu unterstützen. Das Gewinnerprojekt wird durch ein Online-Voting ermittelt, das nach einem Auswahlverfahren durch den Jugendförderungsbeirat durchgeführt wird. Das Hauptziel der Förderung besteht darin, eigenständig initiierte Projekte von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen und zu fördern. Das ist in den letzten Monaten abgewickelt worden. Wir haben bis zum 19. Juni unsere Online-Abstimmung gehabt, wo man abstimmen konnte, welches der drei Projekte gewinnt. Wir haben jetzt einen Gewinner, und zwar den SC Manswörth mit ihrem Nachwuchscontainer, und ich freue mich, dass wir heute hier sein dürfen und den Pokal übergeben dürfen. Dieses Vorhaben sei nicht nur ein Gewinn für den SC Manswörth, sondern für die gesamte Gemeinschaft. Es sei ein deutlicher Beleg für die Begeisterung und das Engagement von jungen Menschen, betonte Vizebürgermeister Christian Habison. Dieses Herzensprojekt ist überhaupt eine ganz lässige Geschichte, denn hier war ja nicht die Entscheidungskraft im Sinne dessen bei der Stadtgemeinde Schwechat, sondern selbst aufgrund der vorhandenen eingeschickten Videos und so weiter und Erklärungen zu den jeweiligen Projekten war dann die Möglichkeit abzustimmen. Und das finde ich besonders hervorzuheben, dass halt hier auch alle mitwirken können und dem Projekt die Stimme geben können, wo sie meinen, das ist am besten und am lässigsten und am schönsten für die Kinder und für die Jugendlichen. Und natürlich freut man sich beim Verein ganz besonders über diese Auszeichnung. Ich freue mich sehr darüber, dass wir das gewinnen konnten, und ich finde, das ist sicherlich eine Auszeichnung für die ganzen Leute, die sich um das Projekt sehr bemüht haben. Sicher auch eine Herausforderung für eben die Damen und die Herrschaften, die da mitgearbeitet haben, aber für die Gemeinschaft war es absolut toll, dass sie das so gemacht haben. Den Container haben wir schon seit ein paar Jahren und haben gesagt, okay, wie können wir den nutzen für unsere Jugend, weil es sind viele Kinder immer am Platz, ja, auch unser Nachwuchs ist sehr gewachsen und es kommen oft Geschwisterkinder mit, die dann nicht wissen, was sie so recht tun sollen. Also haben wir gesagt, okay, machen wir doch den Container, gestalten wir ihn um, dass es innen drinnen so wird, wo auch die Jugendlichen, sie laufen zwar am Platz herum, aber sie können sich im Container zurückziehen, untereinander ein bisschen reden, Spaß haben, wo nicht überall immer die Erwachsenen dabei sind und immer zuhören. Auch wenn Kampfmannschaft-Match ist oder so, damit die rausschauen können. Müsst ihr den auch putzen und so und aufräumen? Ich weiß nicht, aber wenn, ist mir egal, ich mache gern mit. Einfach damit man, wenn es so draußen heiß ist oder wenn es regnet, kann man einfach reingehen oder sich einfach in die Hängematte setzen. Das heißt, hier wird es ein bisschen chill? Ja, schon. Vor allem auch, man kann dann auch so mit seinen Freunden reden oder beispielsweise, wenn ein Kampfmannschaftsmatch ist und man jetzt nicht beispielsweise draußen sein will, dann kann man sich auch auf die Couch setzen und mit seinen Freundinnen reden. Das hat uns dazu gebracht, echt uns zu überlegen, gestalten wir eine Terrasse mit Chillmöbeln, mit einer Hängematte und ein paar Hochbeete davor, wo sich auch die ganz kleinen Kinder ein bisschen mit Erde beschäftigen können und Kräuter ziehen können, die wir dann bei unserem VIP-Club verwenden. Ja, und das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ja. Jugendstadtrat Marco Luksch ergänzte begeistert, die Kreativität und das Engagement unserer jungen Generation erfüllen uns mit Stolz. Das Herzensprojekt verdeutlicht das enorme Potenzial, das in unserer Gemeinde vorhanden ist. Ich weiß, wie wichtig die Jugendarbeit hier mit den Kindern und Jugendlichen in der Mannschaft ist, weil man lernt hier ganz wichtige Werte, Respekt, miteinander umgehen in Gruppen, auch Disziplin. Und das ist ein Verein, ein Sportverein, aber trotzdem wird hier sehr wertvolle Arbeit für die Kinder und Jugendlichen geschaffen. Das vergisst man immer wieder, aber meiner Meinung nach, wenn das möglich ist, sollten so viele Kinder, wenn nicht alle Kinder, einmal in einem Verein gewesen sein, weil sie auch sehr wichtige Werte mitbekommen. Wir wollen das schon fortsetzen. Es hat sich bewährt. Man hat gesehen, die Vereine sind auch dabei, wirken hier mit und machen auch gerne mit. Und insofern ist es sicherlich ein Vorzeigeprojekt jetzt, das sicherlich auch zukünftig weitergeht. Gemacht werden kann. Ich habe auch immer wieder Diskussionen mitbekommen, bin gefragt worden, ja, was halte ich davon, wäre es aus meiner Sicht das beste Projekt, und meine Antwort war immer, jetzt entscheidet ihr, und sehr viele haben die Verantwortung wahrgenommen und mehr als 1000 Abstimmungen ist wirklich ein großer Erfolg. Wir überlegen schon im Hintergrund, was wir nächstes Jahr noch besser machen können, vielleicht noch mal größer machen können, aber für dieses Jahr ist einmal das Fazit, dass es sehr erfolgreich war.